Im letzten Video haben wir über die bestverkaufte Konsole aller Zeiten gesprochen. Da schreibt zum Beispiel der Sablon: Nice Video. Ich staune nicht schlecht über die Verkaufszahlen der Switch. Allerdings glaube ich, dass Corona auch mit beeinflusst hatte. Allerdings muss die Switch auch viel Software bekommen, die keine Ports sind. Ich persönlich werde mir keine Switch kaufen, einfach weil ich außer Pokémon nicht viel mit Nintendo anfangen kann. Zudem bin ich kein Handheld-Freund, habe es mit der PS Vita versucht und die verstaubt schon bei mir. Zudem hat die Switch zu viel Multiplayer-Koop-Kram, der mich nicht interessiert. Von daher nein Danke zur Switch, kann ich sagen. Ich muss gestehen, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich bin jetzt auch nicht so ein Handheld-Spieler. Das liegt aber auch daran, dass ich drück's mal so aus, nicht sehr viel unterwegs bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Meistens mit dem Auto. Und das Ding ist, dass man da eben nicht spielen kann. Ich kann es vollkommen verstehen für Leute, die zum Beispiel täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln. Dann setzt man sich hin, spielt gemütlich, die Zeit vergeht schnell. Da ist Handheld natürlich ideal. Ich persönlich spiele da auch lieber an einer Konsole, am Fernseher oder eben am PC. Dann schreibt Keimlu hier: Ich bin 81 geboren und ein Teil meines Herzens wird immer für Nintendo schlagen. 1989 der erste Gameboy, Nintendo Club und so weiter. Aber mit dem N64 war dann die Ära beendet. Ja, ich glaube, das ging aber sehr, sehr vielen so damals, dass eben zuerst Nintendo einfach alles dominiert hat. Aber dann, als die PS1 kam, war plötzlich alles anders. Man hat dann irgendwie nur noch PlayStation gespielt. Es kamen aber auch wirklich gute Spiele daraus. Also ich erinnere mich, mein allererstes Spiel auf der PlayStation, Resident Evil. Und das war einfach der Hammer damals. Vorher gab es sowas in der Art noch nicht so richtig. Und das hat schon irgendwie eingeschlagen. Dann schreibt Executor83: Die PS5 ist für mich abseits der exklusiven Titel eine der langweiligsten Konsolen. Seit ich Forbidden West beendet habe, fängt sie Staub und wird erst im November wieder genutzt, wenn das neue God of War erscheint. Die Series X dagegen läuft bei mir dank dem Game Pass täglich. Aktuell habe ich viel Spaß mit Two Point Campus und freue mich auf Plague Tale 2, Scorn, das neue Forza und Starfield, welche alle Day One im Game Pass erscheinen. Zudem freut es mich, dass ich viele tolle 360-Spiele, die ich damals verpasst habe, nun mit Grafik und FPS-Boost nachholen kann. Auch in dem Bereich gibt sich Sony ja leider überhaupt keine Mühe. Da muss ich dir auf jeden Fall recht geben, wenn man den Game Pass besitzt, kann man sich ja vollkommen austoben, weil da sind so viele Spiele, die man eben nachholen kann, wenn man sie bisher noch nicht gespielt hat. Da sind Day One-Spiele mit dabei, also man ist da schon wirklich gut beschäftigt. Aktuell ist es bei der PlayStation in der Richtung ja eher so ein bisschen mau. Da muss man sich die Spiele tatsächlich, eben die Day One-Spiele, noch kaufen und naja, da muss man halt dann eben sich auch entscheiden, welches Spiel kaufe ich denn jetzt diesen Monat und welches erst nächsten Monat. Und vor allem, ja, du hast recht, aktuell kommen nicht sehr, sehr viele neue Spiele auf PS5 raus. Ich hoffe ja, dass sich das ein bisschen ändern wird, vor allem wenn irgendwann einmal die Verfügbarkeit besser wird, dass dann auch die Entwickler mal endlich sagen, hey, wir fangen jetzt auch mal an, die PS5 auszunutzen und wirklich auch Spiele nur dafür zu entwickeln, die gezielt auf PlayStation 5 ausgerichtet sind, weil aktuell ist dieses Verfügbarkeitsproblem ja eher so, dass es die Entwickler ja auch ein bisschen ausbremst, leider. Dann schreibt Nikotendo hier zum Thema Nintendo Switch Verkaufszahlen. Die Nintendo Switch wird definitiv die PS4 und den Game Boy in relativ naher Zeit überholen. Aber ob sie noch mehr als den Bronzepokal ergattern wird, das bleibt spannend. Das hängt natürlich auch sehr vom Lebenszyklus ab. Anfang 2021 hatte Nintendo-Präsident Furukawa gesagt, dass die Switch in etwa die Hälfte ihres Lebenszyklus erreicht hat. Da sie da ziemlich genau 4 Jahre alt war, sprechen wir also von einem Nachfolger Anfang 2025. Heißt aber natürlich nicht, dass das dann auch der Fall sein wird. Allerdings gehe ich dennoch von einem Nachfolger 2024-25 aus. Bei den Verkaufszahlen der Switch kann man aktuell auch schon einen Abwärtstrend erkennen. Sie sind definitiv noch sehr gut, aber ihre Hochphase hatte die Switch definitiv schon 2020-21, was definitiv auch Corona zuzuschreiben ist. Anfang 2023 kommt noch ein absolutes Highlight: Zelda Breath of the Wild 2. Mario Kart 8 Deluxe bekommt bis Ende 2023 noch neue Strecken und der eine oder andere epische Nintendo-Titel wird sich da definitiv auch noch dazu gesellen. Aber 2024 denke ich, da wird man sich schon langsam auf den Nachfolger, welcher wahrscheinlich das Hybrid-System beibehalten wird, vorbereiten. Da ich spätestens von Anfang 2025 ausgehe, welches auch Furukawas Aussage zutreffen würde, die letzten Jahre und den Abwärtstrend hinzurechne etc., dann tippe ich jetzt einfach mal auf um die 150 Millionen verkaufte Einheiten um den Zeitpunkt herum. Lange Rede, kurzer Sinn. Die
Zahlen, die ich da jetzt einfach mal in den Raum geworfen habe, würden nicht reichen, um Nintendo DS und die PlayStation 2 einzuholen. Ja, da lehne ich mich jetzt alles sehr weit aus dem Fenster, aber ich spekuliere gerne. Nun danke ich dir, dass du diesen halben Roman durchgelesen hast. Ich habe ihn sogar vorgelesen. Also ich denke auch, dass die PS2 wird wahrscheinlich schwer einzuholen sein. Wie du schreibst, der Lebenszyklus ist ja jetzt nicht mehr am Anfang wir sind ja nicht mehr am Anfang des Lebenszyklus der Switch, sondern eher ja schon über die Hälfte drüber. Da bin ich halt echt mal gespannt. Also ich denke, es wird vielleicht auf dem Bronzeplatz bleiben, mal gucken. Aber es wird auf jeden Fall interessant und spannend. Corona hat definitiv auch was dazu beigetragen. Also man hat das ja überall gesehen, bei allen technischen Geräten eigentlich angefangen, von Monitoren, von Grafikkarten, Konsolen natürlich, keine Frage, mit der PS5, das Drama, man weiß es, man kennt es ja. Was definitiv auch interessant sein wird, ist jetzt eben, nachdem sich die Corona-Situation bei technischen Geräten ja jetzt wieder ein bisschen entspannt hat, natürlich logischerweise nachlassen, und es ist ja auch schon so abzusehen. Dann schreibt Chapter Pennywise, die Switch war während der Pandemie mega stark geworden. Jeder, aber auch wirklich jeder, hat eine Switch gesucht oder hat sich eine gekauft. Hätte man sich denken können, ich habe meine Switch vor kurzem verkauft, weil sie nur auf meinem Tisch stand, und zocken tue ich auf meiner PS5. Ja, da geht's vielen so, habe ich ja auch schon gesagt. Ich spiele da auch relativ wenig da drauf. Eben Zelda war natürlich eins meiner Lieblingstitel da auf der Switch, aber da danach kam dann auch nicht mehr viel. Leider, und aktuell spiele ich eben auch auf der PS5 oder eben am PC. Dann schreibt Sven Shape, also ich hatte alle Konsolen hängen geblieben, bin ich bei der Xbox 360, Xbox Series X und selbstverständlich Nintendo Switch, weil ich die Mario-Spiele sehr mag und auch Zelda. Ich mag eure informativreihen Videos, macht bitte weiter so. Vielen lieben Dank, Sven. Zelda, da bin ich auch dabei, habe ich ja gerade schon gesagt, eins meiner Lieblingstitel. Tatsächlich auf der Xbox spiele ich relativ wenig, das liegt aber auch an meinem persönlichen Spielegeschmack, weil ich halt einfach mehr Spiele habe auf der PS5, die mir gefallen. Deswegen ist die Series X auch ein bisschen irgendwie, muss ich gestehen, benachteiligt bei mir. Aber das liegt wirklich einfach nur an meinem Spielegeschmack, an nichts anderem. Dann schreibt Christian Weidlich, die Switch ist ein Handheld, den man auch am TV anschauen kann. Kann man mit Konsole nicht vergleichen. Außerdem denke ich, dass der Markt für die Switch demnächst gesättigt sein wird. Deshalb abwarten, ob jetzt nicht bald der Einbruch kommt. Wäre zumindest zu erwarten. Nintendo verkauft wahnsinnig viel Software. Die werden ihre Cash-Cow Switch noch eine ganze Weile beatmen. Es gibt keinen anderen Handheld-Hersteller. Da hat Nintendo auch einfach keinen Druck. Ach ja, ich besitze Xbox, PS5, Switch, OLED, PC. Das stimmt. Also Druck hat Nintendo in dem Punkt definitiv keinen, weil Sony hat sich ja schon vor längerer Zeit aus dem Handheld-Markt verabschiedet. Microsoft war nie wirklich irgendwie da dabei. Vergleichbar wäre vielleicht jetzt, wenn überhaupt, das Steam Deck, was ja jetzt rausgekommen ist vor kurzem. Da ist aber auch nicht wirklich sehr, sehr viel passiert. Deswegen, du hast vollkommen recht, also die sind da einfach der Platzhirsch in dem Markt. Und tatsächlich, die Switch ist, glaube ich, auch eine Konsole, die hauptsächlich als Handheld verwendet wird. Dann schreibt Patrick Graf hier, die Switch war für mich der größte Fehlkauf. Hab die vor 2 Jahren für meinen Sohn gekauft. Der spielt da aber nur drauf, wenn es nicht anders geht, im Auto unterwegs zum Beispiel. Zu Hause zockt er nur PS4 oder PS5. Die Switch fängt nur Staub, obwohl er nutzt sie als mobiles YouTube-Gerät. Es gibt auch keine vernünftigen Spiele, die ihn oder mich interessieren. Diese üblichen Happy Hippo Nintendo Games haben mich in meiner Jugend mal interessiert, auf dem SNES. Aber heute habe ich schon gerne Story in meinen Spielen und Technik. Wir haben daher auch nur 2 Spiele, den Rest habe ich wieder verkauft, weil er sie nie gespielt hat. Unter anderem auch Animal Crossing. Das Spiel und viele andere Nintendo Games sind ja wahre Textfenster-Massaker. Keine Ahnung, warum man immer sagt, Nintendo wäre für Kinder. Während auf anderen Konsolen die Charaktere schon seit vielen, vielen Jahren sprechen, kommt bei Nintendo 2022 immer noch Gegrunze aus den Lautsprechern, zusammen mit einer Flut von Textfenstern. Wie soll ein Kind 6, 7 Jahre Animal Crossing spielen, wenn alle 10 Sekunden ein Textfenster aufploppt, wenn er noch nicht lesen kann? Ich spiele zwar oft mit ihm zusammen, aber ich will doch dann spielen, kein Buch lesen. Und das gilt für fast alle Nintendo-Spiele. Ist mir auch erst aufgefallen, als ich mit meinem kleinen Sohn gespielt habe. Gut, es gibt ja auch noch andere Spiele für die Switch von Drittherstellern. Die sind dann schon eher interessant. Und auch mit Brands
Fans, die Avengers, Dino, Superhelden, Paw Patrol, Minecraft und so weiter. Das ist heute angesagt. Aber die bekomme ich für die PlayStation zum halben Preis oder noch weniger gegenüber der Nintendo Shop Apotheke. Da bin ich voll bei dir. Ich verstehe das auch nicht, warum bei Nintendo in so vielen Spielen immer noch diese Textmassaker, finde ich sehr interessante Ausdrucksweise. Aber sie trifft es halt echt voll auf den Punkt. Es ist irgendwie Konzept von Nintendo. Ich verstehe aber nicht ganz, warum. Weil, wie du ja sagst, technisch wäre, ist es ja schon längst möglich. Und diese ganzen Texte, ich weiß auch, wie das ist. Man klickt eigentlich meistens einfach nur weiter. Man liest die Hälfte, wenn überhaupt. Und den Rest klickt man einfach nur weiter, weil es einfach nicht aufhört. Warum jetzt zum Beispiel ein Link nach so vielen Jahren immer noch nicht sprechen kann? Und ich habe so die Befürchtung, dass wenn Breath of the Wild 2 rauskommen wird, dass das genauso sein wird. Und das finde ich im Jahr 2022 schon irgendwie ein bisschen strange. Dann schreibt Johnson, Audacia PS2 ist einfach legendär. Und da würde ich sagen, da hast du vollkommen recht. Es ist, glaube ich, eine der beliebtesten Konsolen aller Zeiten. Und sie ist wirklich verdient auf Platz 1 der meistverkauften Konsolen aller Zeiten. Und sie sitzt da auf ihrem Thron, glaube ich, noch sehr, sehr fest im Sattel. Ich glaube, selbst die Switch wird da nicht wirklich herankommen. Und ja, ihr habt wieder so viele Kommentare geschrieben. Super interessant, Leute. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Aktiviert auch die Glocke und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.